Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rollenspielpart von meinem Modpack. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, wie man den Drachen wecken, also schlüpfen lassen kann. Und habe noch ein bisschen erkundet und bin dabei zweimal gestorben, weil extrem viele NPCs gespawnt sind, ganz nah an mir. Also ich habe so das Gefühl, irgendwie ein Mod macht so eine Art Server oder so, dass manchmal Wasser nicht fließt oder manchmal... Also einfach ein bisschen die Engine überfordert ist vielleicht auch. Hier habe ich noch einen Stollen gefunden. Minenstollen. Und hier ist E2, also Erkundung 2. Ja, der Punkt weiß ich gar nicht, den habe ich nicht benannt. Den kann ich löschen. Und Siedlerzelte nur. Ah, jetzt, okay. Wo ist das? Hier. Ich denke, das ist ein Punkt, den ich einfach, so wie ich Sicherheit wegen dem Spawn nochmal gemacht habe. Den kann ich entfernen. So. Und jetzt möchte ich kurz, ja, das Inventar mal kurz ein bisschen weniger machen. Also ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ballast abwerfen. So, Rucksäcke sind eigentlich ziemlich gut. Die haben einfach alles ein bisschen praktischer gemacht bei der Mine. Den Stollen. Haben eigentlich recht viel Platz. Die Schere lasse ich mal drin. So. Also, wie wecken wir den Drachen? Das müssen wir nämlich mit einer Art Flöte machen, also Flute auf Englisch. Oder Flüt. Nein. Late. Englische Aussprache, das ist noch nicht so meins. Ja, schon eigentlich, aber jetzt mit Uhr und so habe ich jetzt ein Problem. Ja, hier sind die Münzen. Okay. Der Bogen repariert sich wegen Reparatur. 8 Pfeile. Also machen wir das mit dem Crafting. Also Little Tiles habe ich schon ein bisschen ausprobiert. Ich habe eine Little Workbench gefunden. In einer Art Mine. Hat recht viel Goldmünzen übrigens gedroppt. Also in Kisten gewesen. Und jetzt machen wir das mit den Dragon Mounts. Leider ist der Mod nicht mehr in der Entwicklung. Es ist ein Nachfolgemod erschienen, der hat aber nicht gerade so schöne Drachen. Und jo. Ah, Wistel ist es. Okay. Die Wistel ist es. Eine Enderperle, ein Faden und zwei. Sticks, allen Faden, ja, Enderperle. So. Enderperle. Die muss man immer so komisch aufteilen. Gibt es nicht ein Schnellteil, also dass man schnell eins wegnehmen kann oder zwei? So, die Dragon Pistol. Fisch haben wir irgendwo abgelegt. Da oben sind eigentlich die Fische, aber ich habe jetzt nur 10 Kabel hier. Im Rucksack. Im anderen Rucksack. Ah, ich muss das so. Ich brauche Fisch. Also hier ist zum Beispiel ein Schreibtisch, den ich gefunden habe in einem Dorf. Lesepult, Buch. Müssen wir eigentlich auch noch lernen, das mache ich dann nach dem Part. Und hier haben wir nichts. Das ist der andere. Hier haben wir, ja. Aber wo sind jetzt die Fische? Ich brauche die Fische. Ja, da haben wir es abgelegt. Okay, machen wir das zurück. So, gut schlafen. Und dann den Weggestellt. Den Drachen schlüpfen lassen. Mit der Flöte. So richtig wecken mit der Flöte. Ich kenne ein paar Menschen, die eigentlich nicht aufstehen können, wenn sie geweckt werden. Von einem Wecker oder so. Also von einer Flöte möchte ich jetzt auch nicht unbedingt so gerne geweckt werden. Wo ist das Ei? Oh je, ist er geschlüpft?
Hätte ich den Spawn nicht benutzen sollen? Also der Junk Loader? Hä? Wo ist der Drache hin? Das ist gemein, liebes Spiel. Wir haben ihn verpasst. Muss ich jetzt die Flöte immer mitnehmen? Gehen wir auf die Suche nach einem anderen Drachen? Wie selten sind denn die? Das ist... Ich will jetzt... Es hat mir ein grünes Ei. Einfach mal kurz schauen, wie das aussieht. Also ich werde natürlich den Drachen nicht akzeptieren oder so. Da ist es. Einfach mal kurz schauen. Oder er war ja da, also eigentlich ist es ja nicht schieben. Ich bin einer, der überhaupt nicht so technische Sachen macht, wenn irgendwas schief läuft. Das ist zwar ein grünes. Ich sehe kein anderes grünes. Deshalb mal. Okay, vielleicht hätte ich es nicht antwitchen sollen. Hä, es wurde gesagt, ihn abbauen, also wirklich hauen. You must bind a dragon. Ja, und wie binden? Ah, ich darf nicht klicken, es ist jetzt im Cheat-Modus. Wie kann man jetzt binden? Es wurde erklärt, man muss nur draufhauen. Jetzt muss man binden. Und wie muss man binden? Wie die Schuhe binden, oder wie? Band. Ja, gut. Also, ja, qualitativ sind halt viele Mods nicht so. Okay. Gender, also das Geschlecht ändern. Das ist es wahrscheinlich. Dragon Amulett. Also machen wir Cheat Mods aus. So. Schauen, wie man das herstellt. Oh, schon wieder Enderperle. Wie soll ich die farmen? Es gibt kaum Endermans. Ich müsste wirklich ins End. Also gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmals zurück. Ich habe keinen Bock auf Lab. Also Fäden. Ja, guck mal, so das. Und aufteilen. So. Enderperle. So lange nach drei Enderperlen gesucht, das war extrem. Bin mir wieder beinahe tot, weil ich noch nicht so eine gute Rüstung hatte. Und so weiter. Ah, Bruchstein. Bruchstein und dann waren die Bötenkisten. So. Oben und dann zwei. Ja, ich muss mal schauen. Okay, drei Fäden. So. Also, ja. Wieder rein. Und dann brennen. Ja, lieber mit der Stricktaste. Habt ihr auch irgendwie so Probleme, wenn ihr weiß, da die Taste drückt, die Stricktaste noch gedrückt zu halten oder so? Das ist irgendwie so ein bisschen umständlich. Ich würde ein Spiel mögen, wo man umschalten kann, das Rennen oder Ding, dass man automatisch immer rennt. Okay, ich habe gehauen. Und das hat einen Gesundheit verloren, aber... Ja, was soll ich jetzt machen? Der Mod hat einfach keinen Sinn. Dabei wurde so gut angepriesen, also okay, auf dieser Curse-Webseite. Ist eigentlich recht beliebt. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Wie sollen das erklären? Es gibt eine große Oberfläche, wo sie Erklärungen reinmachen können, aber nö. Muss ich jetzt ein YouTube-Video anschauen? Ja, es gibt... Ja, ich möchte ihn aber wecken. Ich möchte ihn wecken. Zuerst. Also. Haben wir irgendwas übersehen? Also die Flöte. Jetzt muss ich das irgendwie anders machen. Ich möchte gerne die Rüstung haben. So Mondscheinrüstung.
Das ist irgendwie ein bisschen frech. Also, sie hätten das irgendwie machen können, dass man wirklich spielen kann auf der Flöte, das ist so. Aber es ist irgendwie so ein bisschen schlicht gemacht, das ist das Problem. Also machen wir etwas anders momentan und wenn jemand das weiß oder nachschauen könnte, wäre es gut. Ich habe halt immer sehr wenig Zeit zum richtig nachforschen. Also ja, man muss entweder längere Zeit Videos schauen, weil ja so Tutorials sind halt immer langgezogen in den Videos. Also man hat echt manchmal zu wenig Zeit, um jetzt das wirklich anzuschauen und so. Und deshalb ist es einfach schwer für mich. Aber wenn ihr Zeit habt oder wenn ihr einfach Spaß habt oder ja, wollt, dass ihr mir da ein bisschen behilflich sein könntet oder so, das ist natürlich freiwillig und dürft ihr das gerne machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles. So, ein Amboss möchte ich mal noch irgendwo hinstellen. Aber ich habe noch nicht so die Sachen. Also der Zaum ging schlecht und ich habe jetzt noch nicht so viel Level wegen den Toten. Und zwei, also es war irgendwie komisch, dass die wirklich so zu spät, um zu reagieren, gespawnt sind. Und da haben sie so ein ja, die hauen dann auf mich zu und ich kann mich nicht mehr wehren oder abhauen und das ist das Problem, dass ich in einem Stunlock drin bin. Was wollte ich noch machen? Ich wollte noch, ja, ich Mistcraft machen. Aber da bin ich halt auch nicht mehr so sicher, habe es schon lange nicht mehr verwendet, weil es immer wieder geleckt hat. Und so. Aber auf jeden Fall muss ich da noch einen Streit, nein, einen Tintenmischer machen. Und der Buchbinder natürlich. Ja, ist natürlich auch schwer. Ich muss mal Glas schmelzen. Ich will immer oben die größere Truhe aufmachen, obwohl ich eigentlich unten aufmachen möchte. Also, ich schaue, dass ich unten aufmache. Das geht locker. So, der Buchbinder. Den anderen nehmen wir raus. Der war hier. Der war in der falschen Rucksack. So. Nehmen wir mal da ein paar Sachen raus. Eisenspeer und Bogen. Ja, die nehmen sie hier rein. Ja, nicht fertig, der Speer. So. Bücher waren. Papier. Kisten kann ich auch hier rein tun. Lesepult momentan auch. Da werde ich wahrscheinlich so einen kleinen. Kleines Regal machen, wo ich die Teile drauf tue. Und ja, die kann ich schon mal hinlegen. Und dann werde ich ganz viele Bücher, eigentlich die grünen Bücher, irgendwo in eine Kiste tun. Ja. Genau. Sehr schön. Nicht, dass wir in der Dimension gefangen sind. Das ist das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte, wenn man vergisst, das ja, Rückbringbuch zu platzieren. Ja, das ist gutes Buch. Da hat es aber auch viel wissenswerte die Völker drin. Und Lapis-Lazuli-Erz würde ich jetzt momentan dann noch nicht so empfehlen. Eine Dimension zu machen, weil ja, sonst ist alles blau, so Erz, sonst blaue Punkte, wenn wir es dann brauchen, eher. Okay, ja, dann ist eigentlich nur noch, ah ja, die Kristalle sind für die Portale, Sternkluft weiß ich nicht, Verbindungsmodifizierer brauchen wir, glaube ich, noch nicht so, erst wenn wir wirklich gezielt, also wieso geht das jetzt nicht?
Können wir den nicht craften? Okay. Ja, ich muss mir Sand farmen und so weiter. Das können wir dann. Das kann ich dann machen, wenn ich die Folge beendet habe. Irgendwo eine Wüste suchen. Leider ist momentan die Map noch nicht so abwechslungsreich. Also eine Wüste fehlt eigentlich noch gänzlich. Ich gehe mal nach Westen. Und wenn wir dann die Aufnahme haben, die nächste, können wir dann ein Ding machen. Und so storymäßig. Ja, da muss ich zuerst wahrscheinlich etwas bauen. Und da habe ich eine Hilfe von einem Lemming. Guten Tag, also er heißt Lemming bei YouTube. Und er könnte mir da sicher sehr gut helfen. Also ich habe sicher auch relativ gute Einfälle. Aber das können wir dann zusammen besprechen und dann auch bringen. Und ja, ich habe ja gesagt, dass ich eventuell wieder Server mache. Da brauche ich vielleicht auch noch Hilfe, einfach weil ich noch so wenig Zeit habe. Dass da einfach ein paar Leute, ja, solange ich nicht Zeit habe, also früh morgens, mittags und so, nicht ja, vom Server sind und so weiter. Weil viele Spieler sind da nicht so gerne auf dem Server, wenn kein Mod da ist oder so, oder einfach keine Spiele da sind. Und ja, jetzt mal noch schauen. Oh. Stück Reis, okay. Ist gut, dass ich den reingetan habe. Können wir richtig coole Fachwerkhäuser bauen. Ob es jetzt irgendwas Passendes gibt. Ja, also vielleicht das Empire-Volk, also dort, wo ich leider schon getötet habe, bei den anderen Monstern und so. Also bei den Monstern vor allem, ja, Orks habe ich auch schon angegriffen, aber sonst nicht. Und bei den anderen Menschen habe ich noch gar nichts gemacht. Also bei Indianer und Piraten habe ich noch nichts gemacht. Eventuell hat das auch keine, ja, Konsequenz. Oder? Ich denke, ich könnte mit dem anderen Mod Mine-Kolonies anfangen, aber es ist natürlich sehr rohstoffabhängig, damit ich schon gerne Mistkraft schon verwenden können. Also ich muss Tinten machen. Ist das der Tintenmischer? Da geht noch nichts mit den Glasflaschen. Oder ich könnte die Tintenbeutel mal irgendwie zusammencraften. Ja, dann machen wir das nochmal. Ich weiß es nicht genau wie. Mist. So, also. Ja, wow. Ein Wasser haben wir noch. Und zwei. Ja, da kann ich nur eins machen, weil ich muss immer das Fass wieder einfüllen. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Also das Crafting-System müsste in einem anderen Minecraft-ähnlichen Spiel oder so einfach besser gemacht werden. Ich glaube kaum, dass die an Minecraft 2 machen. Also ich denke, zwei reichen mal. Jetzt hier noch Wasser reintun für Notfälle. Und wenn ich jetzt das hier reintue, geht nicht. Mann, wieso sind Mods so kompliziert? Ich würde alle Mods viel besser machen, wenn ich aber die Zeit hätte. Ja, vielleicht auch das Wissen hätte, aber für mich ist es wichtig, wenn ich einen Mod rausbringe, dass es alles unkompliziert ist, oder? Ich hätte so Lust, mit jemandem zu arbeiten, also an Mods. Einfach so ein bisschen, ja, wie der Lemming, so ein Drehbuchautor sein. Und dann Hilfe einfach bekommen vom Modder, damit ich natürlich auch selber irgendwie machen kann oder einfach texturieren nicht machen muss. Ich bin so schlecht im Malprogramme verwenden und so weiter. Also da würde ich sogar sehr viel machen. Und Skripten halt, ja, lernen. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen auf dem Schlauch, weil
braucht, glaube ich, blankes Seil. Tja, blanke Seiten sind einfach nirgends. Gibt's die nicht mehr? Es hat sich wahrscheinlich alles wieder geändert. Also, wenn ich nur irgendwie etwas Besseres lernen könnte, nachschauen könnte oder so. Viele Sachen sind halt einfach zu alt, also nicht mehr up to date. Oder, wir haben einfach die Mod-Seiten, wo man es runterladet, oder? Haben einfach gar keine Infos, nix. Also, wenn mir da jemand helfen kann, das wäre optimal. Und das Teil mache ich wieder weg. Ich brauche keine Lösung. Ich habe ja einen Chai. Okay, noch keine sind böse, scheinbar. Ja, unbedingt dann Lederrüstung als optische Rüstung nehmen. Die wird hoffentlich nicht kaputt. So, ja, ich denke, wir könnten noch ein bisschen erkunden, wenn ihr Lust habt. Also, dürft ihr gerne sonst abschalten, das Video. Aber etwas Spannendes machen. aber ich zeige euch noch ein bisschen die Welt. Ich kann rennen, ich habe genug Essen. Ja, wir gehen über das Lager, dann kann ich nochmal so ein Minengebäude von einem Empire zeigen. Das ist ein bisschen nördlicher hier. Und dann gehen wir nach Westen. Ja, ich sollte jetzt nicht mehr rennen, weil je länger ihr rennt, desto schneller verliert ihr Essen. Das ist einfach sehr nervig sonst. Ah, ich habe ein Buch im Bett. So. Ja, ich denke, ich mache vielleicht dieses Haus dann größer, also indem ich die Dorfbewohner einfach vermehre, mehr Gebäude baue und so weiter. Da muss man halt einfach viele Türen bauen. Ich glaube, ich kann hier auch unterirdisch oder so machen oder überirdisch. Irgendwie so, dass es nicht optisch so schlecht aussieht. Da ist so eine Mine, das ist ein Rad. Das ist wahrscheinlich für das Seil, damit irgendwas hochgetragen werden kann. Und ja, ist extrem schwer. Also ich gehe jetzt nicht in die Nähe, weil da hat es immer Krieg in der Nähe mit den Orks oder so. Ja. Also gut. Und scheinbar bei dieser Ruine gibt es auch Orks. Die haben genau nebendran ein Gebäude. Komisch. Auch so Rollenspielmods liebe ich. Einfach hat es manchmal echt Lecks oder so zur Folge, dass wenn etwas gespawnt wird, es einfach mal kurz stoppt. Ja, ich würde extrem freuen auf Hytale oder so. Einfach auf ein anderes Spiel als Minecraft. Ich bin Angst. Oh Gott, wieso bin ich nach links? Ich habe gar nicht nach links gedrückt. Das ist auch etwas, was halt einfach manchmal in Minecraft halt von der Steuerung her passiert. Dass alles so sensibel ist. Das Gefühl, das wurde auch auf der Xbox 360 oder so, also auf den alten Xboxen, ein bisschen gemacht, so, weiß ich, dort eigentlich extrem sensibel ist dieses Gamepad und alles. Ich hab's einfach, weil ich das Xbox One Gamepad habe, also gedacht, die Konsole ist echt nicht für mich. Ich habe viel zu sensible Hände durch das ADHS und das, ja. Also kann ich einfach nicht gerade so extrem reaktionell oder sanft steuern manchmal. Und dann passieren solche Dinge. Also ja, bin halt nicht gerade so glücklich, jetzt wieder Minecraft zu spielen, weil es halt einfach Probleme macht. Aber ich liebe das Spiel ja und ich möchte es hier eigentlich von der Story zu machen und nicht vom Spielelement. Und das durch das Spielelement so gut wie möglich trainieren, damit ich wieder besser bin. Weniger sensibel sind die Lamas, da habe ich einen Waypoint. Und hier ist auch nochmal ein Turm mit Empire scheinbar. Das ist eigentlich ziemlich viel vertreten. Ja, ich stehe jetzt Rosen nicht Horn. Auch wenn ich die Büsche liebe und immer wieder zum Verzieren brauche.
Ein Plants oder so Mod hat es leider nicht mehr. Also nur noch der neue Plants Mod mit weniger Dekoration und viel verpixeltere Dekoration. Aber das würde auch schön irgendwie so ein bisschen aufstocken, das Modpack. Und es gibt noch viele Mods, die ich eigentlich auch reinbringen will, aber irgendwie auch mit dem Modpack Konflikt hat. Also eventuell muss ich halt das Vortex Modpack holen. Das sieht aber nicht gerade so angenehm aus. Also es ist echt dunkel, das Gras ist dunkel und manche Blöcke sind zu hell. Es ist nicht so ausgeglichen wie dieses Modpack. Und viele Wölfe. Echt cool. Ja, jetzt gehen wir noch auf den Berg und schauen, was dahinter ist. Und ja, ich hoffe, dass in der nächsten Folge dann mehr passiert oder dass ich nicht so Probleme habe mit den Kräften oder so. Also wenn ihr mir da helfen könnt bei Mistcraft und Dragon Mounts und so, einfach ein bisschen euch die Zeit für mich nehmt oder so. Wenn ihr sowieso Langeweile habt, geht das viel besser, sich wo einfach zeitlich immer Stress hat, weil ihr immer wieder muss dehnen und trainieren und ja, das ist einfach wie sagt man denn, diese Übungen macht, damit die Muskeln nicht gerade so extrem gefordert sind, oder? Also ein bisschen Lockerungsübungen und so. Das ist schon wichtig, wenn man so viel Sport macht. Ich mache einfach extrem viel Sport. Und das sind die Muskeln immer steinhart und das muss man lockern. Und deshalb, ja, immer wieder abgelenkt, immer wieder, ja, Lust auf ein Game oder so, immer auch aufnehmen Lust. Das ist einfach der Tag so richtig kompliziert und ihr seid ja hoffentlich auch gerne bei mir. Also wenn ihr gerne bei mir seid schon und so weiter, dann könntet ihr ja mir gerne ein bisschen behilflich sein oder so. Das ist ja wirklich nichts, was eine Arbeit ist oder so, sondern alles freiwillig. Macht es, wenn ihr Lust habt oder ja, wenn ihr überhaupt Zeit investieren wollt und nicht gezwungen werdet. Also bei mir werdet ihr nie gezwungen. Aber ja, es hilft euch, meine Videos auch besser zu schauen, weil ich auch vorwärts komme. Also dann habt ihr sicher auch viel mehr Fortschritt und alles. Weil ich denke, wenn es jetzt wirklich gut klappt, ist mit Minecraft und mit GTA, dann kann ich viel mehr machen. Ich werde viel mehr Zuschauer habe und viel mehr Mitspieler sogar bei GTA Online. Oder wenn ich jetzt einen Server habe mit Minecraft und viele mitmachen, dann macht alles viel mehr Spaß. Also ihr könnt viel profitieren, indem ihr selber ein bisschen aktiver seid, einfach das Video länger schaut oder einfach ein bisschen überspringt, wenn es euch zu langweilig ist oder mir sagt, was es auch langweilig macht und so. Ja, hier muss ich das Schwarzeichenholz dann erfarmen. Das ist ein Waypoint und die Burg werden wir sicher auch da mal raiden. Schwarz, Ei und Grün ist auch gute Farbe. So. Das reicht. Schwarz, Ei und nicht Schwarzeichen. Super. Also. Ja, ich denke, im nächsten Part kommt jetzt mehr Rundspiel. Jetzt habe ich ja eher ein bisschen noch erklärt. Dass ich auch so ein bisschen Angst oder so zeige, also Respekt zeige, dass wir da auch ein bisschen Mut haben, an Geld oder so zu kommen und die Sachen auch reiten möchten. Dass wir einfach eine Geschichte haben, dass wir vielleicht ein Haustier haben, mitnehmen, also ein Hund oder eben den Drachen, wenn wir einen haben, wenn das klappt. Eben Dragon Mounts mir ein bisschen erklären und Mistcraft mir erklären und vielleicht noch Little Tiles oder mein Kolonies oder so, das ist wirklich keine Arbeit und einfach ein bisschen mir helfen, das wäre toll. Und jo, ich hoffe, es hat euch gefallen, gell? Ich werde immer besser wieder. Ja, jetzt hab ich halt ein Jahr und 2 Monate Pause gehabt, wegen gesundheitlichen Problemen und technischen Problemen, vor allem Headset und so, Probleme, dass ich nicht die Qualität hatte. Mein Mikrofon liegt hier unten neben dem linken Fuß und im Regal da, also im Pultregal. Und es ist einfach zu sensibel, der PC ist zu nah dran. Also ihr hört so nur Sausen vom PC, der Lüfter.
Und da möchte ich eben neue Soundkarte haben, also eine Grafikkarte hat eine Hüfte. Und das Netzwerk und so. Da muss ich einfach irgendwie, ja, wenn ich nur Geld hätte für einen super PC, also ich würde dann für 4000 oder so kaufen, eher, weil dann auch die Qualität hoffentlich ein bisschen besser ist, je nachdem. Einfach eine super Grafikkarte drin ist. Okay, ja, das war's. Mehr dann in den nächsten Videos. Und viel Spaß noch. Auf jeden Fall ein schönes Leben, bis man, ja, bis ihr uns wieder seht. Oder ja, ich mache ja auf jeden Fall weiter Videos, ganze Zeit eigentlich. Ich höre jetzt eigentlich nie mehr auf, auch wenn ich Probleme habe. Ich löse sie so schnell wie möglich, hoffentlich. Ja, und Internet muss wieder besser werden. Das hat irgendwie jetzt momentan ein bisschen zurückgefahren, weil ja, die dachten, ja, wir würden jetzt nicht mehr sie unterstützen, sondern andere Anbieter. Aber wir können nicht wechseln, also wir können nicht abmelden. Das muss irgendwie über Festnetz gemacht werden und das haben wir jetzt gerade momentan nicht. Das ist echt doof. Ach ja. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.